Was im letzten Part geschah. Lilly hatte einen Stylewechsel durchlebt und will uns ab jetzt auf unserer Reise tatkräftig unterstützen, was sie mit ihrer neuen sogenannten Z-Posen-Nachmache auch bewiesen hat. Danach sind wir auch sogleich auf Pony angekommen, wo wir neue Abenteuer erlebt hatten. Vor allem ein trauriges, denn unser Garados ist von uns gegangen, aber hey, mit Pelipa starten wir jetzt weiter durch und damit willkommen zurück in der Hafenstadt von Pony. Here we go! Und damit geht's auch gleich weiter in der Pokémon-Sonne in Nuzlocke. Bei mir dem Feuerstachel und Hafenstadt ist schön und gut, die war hier vorne. Haben wir im letzten Part ein bisschen näher erkundet. Mit ihren schönen Bötchen oder was auch immer hier so alles herumschwimmt. Ihr seht's da vorne auch schon so ein bisschen, oder? Seht ihr es hier? Hier auf jeden Fall. Da gibt's so richtig schöne Boote und da würde ich einfach mal reingehen und schauen, was hier denn so alles drinnen ist. Hi. Bist du eigentlich ein Glückspilz? Nicht wirklich. Nicht? Dann nimm schnell das hier an dich, damit auch dir in Zukunft das Glück hold ist. Du hältst das Item Lucky Punch? Oh, danke! Lucky Punch. Trägt ein Chanaira dieses Item, landet es mit seinen Attacken oft Volltreffer. Wenn man da nicht von Glück sprechen kann, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ey, also hat's auch mal Vorteil, ein Pechvogel zu sein, ne? Finde ich gut. Hast du noch was zu sagen? Hey du, ich sag dir jetzt mal was. Ah, sie will uns tatsächlich was sagen. Okay, dann schieß raus. Das Pokémon Raichu sieht hier in Alola etwas anders aus als gewöhnlich. Schon gewusst? Jupp, das hat diese komische Surferform, wie sie viele schon mal nennen. Klar, weiß ich. Dann tu halt wenigstens so, als fändest du die Info interessant aus Höflichkeit. Wie dem auch sei, ich selbst habe hier in Alola leider noch keins gesehen. Wenn du mir aber einen Raichu aus dieser Region zeigst, dann kriegst du auch was Tolles von mir. Hängt von der Nuzlocke ab, ob ich's fangen darf oder nicht. Ich glaube, dass ich's sehen werde irgendwann, aber ja, wer weiß, ob ich's mir wirklich irgendwann auch einverleiben darf, ne? TM91 Lichtkanone, eine coole Stahlattacke. Das Problem ist, wir haben keine wirklichen Stahl-Pokémon außer Dickda. Das heißt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Dickda irgendwann in, ja, meinen Anspruch nehmen werde. Aber wir dürfen uns ein fucking Weimar, ey, ohne Scheiß. Weil ich habe komplett vergessen, dass die Hafenstadt hier ein getrennter Abteil ist. Die Route ist ja was komplett anderes als die Hafenstadt. Das heißt, Freunde, wir verleiben uns jetzt mal ganz kurz dieses Weilmar ein. Ich gebe dem jetzt einfach mal Konfustrahl, weil ich will den nicht wirklich mehr geben. Konfustrahl ist schon schön und gut, dann kann er sich auch selbst verletzen. Und wenn er sich nicht selbst verletzt, ist mir absolut kein Problem. Ich will den halt bloß nicht finishen, so wie im letzten Part, das leider mit Dover abgelaufen ist. Weil, ja, das war nicht ganz so toll. Und wie ihr seht, hat ganz gut funktioniert. Wenn er sich auch weiterhin so immer schön selbst verletzt, dann klappt das schon. Weil attackieren tue ich den auf keinen Fall. Ich will den nicht wieder wegjagen, ne? Mein kleines Weimarchen. Billig rein. Tauchball. 1, 2 und bleibst du drin? Yes! Im letzten Part hatte ich nämlich nach einem Wasserersatz-Pokémon gesucht und habe ich mir gedacht, oh, wir haben ja noch gar nicht geangelt, deswegen mal schauen, was hier alles so anbeißt. Ein Weimar angebissen. Eyo! Das ist jetzt natürlich unser Wasser-Team-Member. Es hat KP des Todes und ich glaube, es dürfte auch ganz tolle Wasserattacken beherrschen, ne? Das ist pures Wasser-Pokémon, was auch wirklich richtig fett drauf ist. Für Weimar wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt und zwar steht da drauf 266 registriert und die Texte besagen, dass ich es mir genau ansehen sollte. Kugelwal. Weimar liebt es, Menschen zu erschrecken. Es trinkt so viel Meerwasser, dass es sich in einen Ball verwandeln und herumhüpfen kann. Okay. Es liebt Menschen zu erschrecken. Ja gut, bei dem Gesicht würde ich auch gerne Menschen erschrecken wollen. Spitzname habe ich auch schon für dich. Einen, ich glaube, ich nenne dich Kuperbar. Nee, Kuperbar habe ich schon einen genannt. Muss ich noch ganz kurz nachschauen. Bis gleich. Ich schaue mal kurz mal eure Kommentare durch. Und es wird Urs genannt. In Anlehnung an dich, Urs Hegemann. Oder auch ausgesprochen Jors. Ist eigentlich ein ganz cooler Name. Von dem her wird es auch gleich in mein Team geschickt. Und soll das gute alte Pelipa setzen, das Großmaul, auch wenn es Nieselbeherrscht. Ich denke, dass wir mit Urs ein viel, viel besseres Wasser-Pokémon haben, weil Pelipa ist halt Wasserflug und es konzentriert sich nicht so wirklich auf den Hauptteil.
nämlich den Wasserteil. Und da würde ich mir gleich mal ansehen, was es denn so für schöne Attacken wirscht. Weil davon hat es ein bisschen wenig gezeigt gehabt. Okay. Die Werte sehen schon mal top aus. 141 KP, ich sag's euch, das ist ein wahrer Tank. Es ist ein richtiger Tank. Angriff 60, Verteidigung ist jetzt nicht ganz so gut, aber dafür die Angriffswerte, Spezialangriff und der normale Angriff. Als Attacken hat es Weißnebel, Lake und von Drehen zusammen mit Erholung. Da Fug. Das Ding wird auf jeden Fall reinhauen. Dösigkeit. Das Pokémon ist so apathisch, dass es nicht betört oder provoziert werden kann. Nice. Okay, das ist eine tolle Fähigkeit eigentlich. Das hilft uns schon in so manchen Abschnitten weiter. Was ist das eigentlich für ein Pokémon? Sieht auf jeden Fall gruselig aus. Dem würde ich nicht gerne unter Wasser begegnen, ne? Da hätte ich ganz schnell mich eingepitzelt. Oder was weiß ich, was ich da machen würde. Komm, ganz kurz nochmal die Pokémon aufheilen und dann geht's weiter in die Wildnis von Pony, wo wir schon im letzten Part eigentlich aufbrechen wollten, aber dann leider durch den Kill von... unserem allseits geliebten Garados aufgehalten wurden. Und es tut mir so leid, ich habe gerade eben erst wieder den Ingame-Sound eingeschaltet. Ja, es ist ein Problem. Ich hoffe, ich kann das ganz gut mit Musik bis jetzt unterlegen. Ansonsten, ihr wisst, was das Problem war, ne, Jungs und Mädels? Ihr wisst es. Ich weiß an euch. Ich glaube daran euch. Ihr würdet es schon wissen und, ich schreibe es wahrscheinlich auch noch in die Kommentare rein, damit man es da auch sofort sieht. So. Weil ich wurde halt schon echt einmal gefragt, warum der Ingame-Sound so komisch war in den ersten Sekunden. Da ist mir halt auch der kleine Fehler passiert. Aber ey, es passieren immer kleine Fehler. Muss man einfach mal so berücksichtigen. Los, Schlecker, hau dir mal ganz kurz kaputt. Pelipa, sollten wir eigentlich mit, ja, Psychokinese ganz gut downkriegen. Ich glaube, das ist ein Two-Hit, oder? Sogar nicht ein Two-Hit? Okay, dann greife ich doch lieber auf Matschbombe zurück. Das ist immer noch Step. Und sollte den selben Damage machen. Jupp. Das wäre ein Two-Hit geworden, aber hey. Hat ja insgesamt auch so gereicht. So. Ich liebe Gengar allgemein von den Typen. Gift-Geist-Pokémon. Das kann so richtig stark sein. Das Gute ist, es ist nicht nur Pur-Geist. Und... Hatte trotzdem noch die ganzen Geist-Resistance. Zum Beispiel gegen Normal, gegen Kampf... Und gegen noch was, aber das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall kann es die mit Giftattacken ordentlich zurückschlagen. Oder auch mit Psychokinese, weil das ja auch ziemlich hohe Angriffspunkte hat. Aber Gift ist halt E-Step, deswegen setze ich die da ein bisschen gewillter ein. Ich lege gerade eine Pause von Bären sammeln ein. Das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Wenn du meinst, du wirst halt verlieren, aber hey. Pause kannst du auf jeden Fall machen, ich gebe dir eine gute Ausrede. Kannst mir danach gleich ein bisschen deine Kohle abdrücken. Küchenchef Lukas fordert dich raus mit, lass mich raten, Parasekt? Ja. Der will seine kostbaren Pilze an uns verschwenden. Tja, sorry. Ein Treffer und du bist weg, mein Guter. Das reicht mit Parasekt. Ey, das ist so eine miese Wahl gegen mich. Ey, das tut mir echt leid, Kleiner. Das tut mir wirklich leid. Das sollte ein One-Hit sein. Nice. Gengar ist der MVP bei uns. Ich glaube, der wird uns ordentliche Dienste leisten. Ey, jetzt kommen ja... Oh, die kleine Fee. Die kleine Fee will vergiftet werden und in einen ewig währenden Schlaf fallen, oder wie? Ja. Initiative hat sie klar ein bisschen mehr als ich, aber hey. Das wird jetzt auch nicht viel nutzen. Könnte aber vielleicht sogar ein Two-Hit werden, oder? Nee, wurde sogar One-Hit. Tut mir irgendwie schon leid, wie stark ich euch rein... richtig kaputt, oh. Aber bei den Spezialangriffswerten 123 muss man sich auch nicht wirklich verstecken. Finsteraura, oh. Finsteraura vom Typen Unlicht. Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Stil schreckt eventuell zurück. Starke Psychoattacke, die eventuell Finsteraura. Ziel schreckt eventuell zurück, das ist halt schon das Ding, was ich haben will. Aber ich habe halt sonst keine Psychoattacken. Ich würde sagen, ja komm, wir belassen es einfach, dass unser Justin der Einzige ist, der eine Unlichtattacke drauf hat. Aber hey, ist ja auch nicht so schlecht. Notfalls könnte ich sie ja auch Baumir lernen lassen. Der ist ja auch vom Typen Kampf Unlicht. Ich denke, das ist besser, wenn er auch dann gleichzeitig noch Stab dazu hat. Als wenn ich jetzt Gengar dafür eine schwächere Attacke geben lasse, nur weil er eventuell zurückschrecken kann. Die sieht aber ganz cool aus hier hinten.
alter Pfad von Pony und... Hier ist Hapu wahrscheinlich, oder? Pompra! Ach, Lilly. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Pampros. Schön, dass es dir gut geht. Aber... Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht nur, dass sie auf dem Weg an die Spitze zahlreiche Hindernisse zu bewältigen haben. Nein, sie werden auch oft genug Zeuge davon, wie sich die eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Hey, Hapu! Na sowas, lange nicht gesehen, wie Stachels? Und Lilly hast du auch mitgebracht. Ja, es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Du siehst irgendwie ganz anders aus als sonst. Viel energischer und voller Tatendrang. Danke, Hapu. Ja, das siehst du ganz richtig. Vor dir steht eine völlig neue Lilly. Aber das Style steht jetzt wirklich mal so nebenbei nochmal gesagt, ne? Also, ich finde schon, das sieht ganz gut aus. Ab jetzt gebe ich alles. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Oh, deine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft, sagst du? Das wäre dann sozusagen die L-Kraft. L wie Lilly, verstehst? Yeah. Sag, Hapu, weißt du, wo wir den Inselkönig finden können? Den Inselkönig? Tja, du wirst hier auf Pony leider kein Glück haben. Hier gibt es keinen Inselkönig. Was? Das ist wirklich ärgerlich. Was machen wir denn nun, Stachels? Vielleicht ist die Zeit nun reif. Immerhin habe ich diese seltsame, aber irgendwie auch niedliche Pokémon bekämpft, das aus diesem Loch am Himmel gekommen ist. Kommt, machen wir uns auf zu den Ruinen. Du auch, Lilly. Bambros. Okay. Ist es da immer noch dieses seltsame Pokémon, was aus dem Himmel geschossen kam? Diese Ultra-Bestie? Stachels, es hilft alles nichts. Gehen wir. Wir machen uns keine Sorgen um die Ultra-Bestien, auch wenn die uns zerblenden werden. Nein, wir müssen da jetzt hingehen. Na. Du als Trainer bist ja sowieso allzeit bereit für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich bin immer bereit, dafür gekillt zu werden. Alles klar, wahrscheinlich, ne? Wartet. Okay, hey. Huch. Wer bist du denn? Siehst mir echt ganz interessant aus. Wer sind Sie denn? Ich bin Abus Großmutter, ey. Ihr zwei seid Freunde meiner Enkelin, oder? Scharf kombiniert, meine Liebe, du. Ein bisschen mehr Respekt vor eurer alten Frau, bitte. Ne? Hallo, das Inseln bereisen, neue Freundschaften schließen. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Wenn ihr zwei euch jetzt auf den Weg zu den Ruinen macht, kann ich euch dabei noch ein wenig behilflich sein, denke ich. Gebt mir doch einmal gleich dein Pokémobilfunkgerät. Wow. Kommt jetzt das, was ich erwartet habe? Oh, shit. Wir kriegen unser Mahomai, oder wie? Ey, wie das einfach aussieht, da drehe ich mich auf Händen, ey. Macho Mike kann nur mit Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Ey, wie es aussieht, Mann! Aber der hat 400, klar, dass er da immer zwei für mich auch parat hat. Ist logisch, ne? Ist ein treuer Helfer, du. Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen, ne? Ich wünsche euer beide strahlende Zukunft, ne? Viel Spaß. So, ciao. Bin der Weg. Ah, oh, danke. Ey, blablabla. Hab wohl schon zu den Ruinen der Anker aufgebrochen, ne? Folge einfach den Weg, bis ihr die Felsengüste von Pony erreicht, ne? Da könnt ihr nicht verfehlen, die Farbe des Bodens ist doch einmal ganz dunkel geworden, ne? Dann noch ein bisschen weiter und schon stoßt ihr auf die Ruinen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, auch wenn wir sie kaum verstehen konnten, aber hey, das passt schon. Die Ruinen der Anker, das ist der Ort, an dem sich Ponys Schutzpatron Kapu Kima aufhält. Lass uns am besten gleich aufbrechen. Oh, sie ist echt voller Tatendrang. Aber ich will mir hier noch vorher kurz einen Encounter holen, ne? Zygarde-Zell und dann noch einen kurzen Encounter. Das macht das Leben schöner. Hallo. Und er wäre... Och nee. Gib mir noch einen ordentlichen Encounter. Beziehungsweise gib mir überhaupt einen, weil den darf ich ja gar nicht fangen. Den habe ich schon gefangen. Zell, tschüss. Weg mit dir, Guter. Ne? Mag den nicht. Du findest das Item Zitterorb, okay, und? I'm excited.
völlig umsonst. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird einfach nichts. Ich würde ihn ja so gerne so ordentlich allen reinwischen, den kleinen Mangus-Speck-Teuer, der einfach so meint, sich immer vor mich hinstellen zu müssen. Aber nein, ich muss mich zurückhalten. Ich muss meine Kraft für die wichtigen Dinge im Leben aufheben, die eindeutig nicht... Oh, dieses Mangus-Speck da sind. Und wie komme ich da rein? Hey. 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 Ich würde da schon gerne reingehen. Wie darf ich denn das verstehen, dass ich da nicht reinkomme? Hui, was sehe ich denn da? Ein seltenes Trainer-Exemplar. Kontaktaufnahme inszenieren und, ja. Jetzt wirst du heimgetreten. Pokémon-Sammler, Michael fordert hier raus. Okay, mal schauen, was du so hast. Tortunator. Das ist ja auch eines der neuen Pokémon. Oha. Ich weiß halt absolut gar nicht, was für ein Typen der hat. Das sieht so aus, als ob der Gestein Feuer wäre, oder? Kann es sein? Falls ja, dann sollte ich mit Psychokinesie ja schon so ein bisschen Damage machen. Und? Nee, anscheinend nicht. Schade. Aber Feuer ist er auf jeden Fall. Sollte mir jetzt nicht so viel Damage bereiten. Oh. Das war doch schon ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Auf jeden Fall ist Flammenwurf bei dem jetzt weg. Kann auch sein, dass der Feuerboden war, oder? Falls ja, dann here we go, Schlecker. Aber allgemein denke ich, dass ich mit Durchbruch hier schon so ein bisschen Schaden machen würde. Als ob der einfach Hausbruch drauf hat. Okay. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ey, da darf ich jetzt nicht halbe Sachen machen. Ich würde sagen, fulminante Faustschläge, komm, here we go. Hau den so richtig weg. Wenn wir den das jetzt nochmal machen lassen würden, Hausbruch. Oh, der wäre ein Problem. Der wäre so ein richtig hartes Problem. Das ist ja eigentlich die perfekte Taktik für Metinor, wenn er dann am Ende noch sein Limitschild kriegt. Der fegt jeden weg, so. Deswegen, ey, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Lieber weg mit dir. Nicht lange bei uns bleiben. Danke sehr. Yo. Ernsthaft, noch ein Hausbruch. Noch ein Hausbruch. Ist das gerade dein Ernst? Ich bräuchte eine Safe. Ich bräuchte eine Prio-Attacke, um mir jetzt halbwegs so was reizen zu können. Du wirst mich ansonsten zerfetzen, wirst du mich. Ey, das könnte sein, dass ich Mr. Set jetzt einfach verliere, nur weil der sich durch Hausbruch sowas von boostet. Ich probiere es einfach. Ja, ich bin weg. Ich überlebe! What? Ey, der hat sich... Der war auf plus 4. Der war auf plus 4 bei Spezial und normalem Angriff. Was für ein Glück habe ich, Alter. Was für... Wie overpowered ist mit dem Mr. Z? Oder was für eine schwache... Stimmt, das war auf jeden Fall kein Step. Und vielleicht ist der auf... Spezial getrimmt? Ich weiß nicht. Ich glaube aber eigentlich, der wäre auf physisch getrimmt. Aber warum setzt er dann eine normal physische Attacke ein, wenn er auf Spezial getrimmt ist? Ich blicke es nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade eben echt dankbar, dass ich das überlebt hatte. Ich hätte echt gedacht, das wäre um mich gewesen. Ah. Ja gut, Kampf ist gegen Kampf effektiv, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Wahl ist, Baum hier einzusetzen. Erst recht, weil er wahrscheinlich langsamer ist als Zenlong. Oh nein! Zenlong war dieses komische Drachenvieh! Ich glaube, gegen Drachen habe ich nichts, was wirklich effektiv ist. Das Ding ist, wir haben Eisenhieb, beziehungsweise Eisenfaust, heißt Schlag, Punch, Attacken und so weiter sind effektiver. Das ist mies. Ich probiere den jetzt durch... Warte, wie viel hat Überkopfwurf nochmal? Das hat nur 60. Body Slam macht 85 und paralysiert eventuell durch
Bodyguard würde es jetzt allerdings die Paralyse komplett rausgehebelt, aber ich werde zumindest Damage machen. Wutausbruch von Zenong wirkt, Spezialangriff von ihm steigt. Och nee. Das Ding ist, Feuerwurm wäre so eine Attacke, die nur 40. Nein, die macht doch mehr Damage, als ich gedacht hätte. Warum war das ein Crit, Alter? Warum war das ein Crit und warum paralysiert er mich dann am Ende? Das Ding ist, kann er Wasserattacken? Der kann keine Wasserattacken. Komm, der kann keine Wasserattacken. Als ob der Wasserattacken kann. Nee, Justin, hier, du bist dran. Ich hab Schiss vor dir. Ich hab total viel Respekt vor dem, Alter. Ich hab total viel Respekt vor dem. Wehe, du gibst mir jetzt auch noch die Paralyse, ey. Ich schwör's dir. Danke, Mann. Danke, Mann. Wir können keine Z-Attacke mehr einsetzen. Und ich weiß nicht, was wirklich effektiv gegen den ist. Deswegen würde ich sagen, ja komm, Drachen sind dann wirklich so die übelsten Biester. Da weiß man absolut gar nichts. Was hat Dark Labyrinth nochmal? 85, Fuchtlava 120. Das ist aber kein Step-Move. Vollammenwurf ist Spezial heißt für uns nicht ganz so das Beste. Ich mach Fuchtler. Das sollte eigentlich alles eh gleich effektiv auf dich sein. Und jupp. Nice. Also ich glaube, so langsam nimmt das Ganze hier so, ja, seine Züge an. Das heißt, wir sind ein bisschen mehr. Ja. Wir müssen uns ein bisschen besser konzentrieren. Auf jeden Fall Weißnebel vergessen und Amnesia lernen, weil Spezialverteidigung, die zu erhöhen, ist echt wichtig bei UL. Beziehungsweise bei UAS. Wie kam ich auf UL? Ja gut, ist typischste, was man im Rap eigentlich so für Begriffe wischen müsste. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum du hier so als rar und selten durchgehst. Bist viel zu stark, ja, dagegen nicht, wenn auch niemand andreht, ey. Ja, das hast du richtig erkannt, finde ich gut. Vernunft kommt zum Schluss dann doch noch bei dir durch. Ist gut. Ich weiß halt echt nicht, wie ich da unten an die TM rankommen sollte. Das ist halt schon ein bisschen mies. Wald von Pony, hey! Wenn du mal Inselwanderschaftschamp bist, lass ich dich vielleicht durch. Oha! Das heißt, wenn wir Champs sind, können wir hier noch was weiteres machen. Ich weiß nicht, was da alles noch auf uns zukommt, aber wir haben auf jeden Fall gerade eben die Bestätigung bekommen, dass es, nachdem wir hier Champ geworden sind, noch ordentlich was gibt, was wir hier raushauen können und was wir noch erforschen können. Da wird noch so einiges auf uns zukommen, Freunde. Das wird nice werden, aber so richtig. Okay, habe ich jetzt eigentlich Tränke gekauft oder habe ich immer noch keine? Das ist wichtig. Das ist wichtig zu wissen. Und wir haben Tränke. Okay, 33 sogar. Ja gut, dann kann ich ein paar einsetzen. Auf dich. Und wieder auch nochmal auf dich, kleiner Baumi, ne? War ja zwar total übertrieben, dass ich jetzt dafür Tränke rausgeschmissen habe und ich einfach zum Pokémon Center zurückgegangen bin. Aber hey, wer kann, der kann, ne? Mach um einen Stoß, hey! Komme ich durch dich hier hoch? Kannst du mich da bitte hochgeben? Oder kann ich hier unten durch? Hey, ich würde gerne hier durchsprechen, ne? Wie kommt man denn da hin, Mann? Ich weiß es nicht. Falls ihr es irgendwie wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe halt echt keinen Plan. Oh, vielleicht hier unten, oder? Stimmt. Vielleicht kann ich hier unten hochgehen, okay? Das macht Sinn. Hast du nicht auch das Gefühl, als müsst ihr in der Nähe irgendwo ein Energiepunkt sein? Was meinst du mit Energiepunkt? So Chakra-typisch oder so? Okay, Urlauberin Silke mit 4 Pokémon. Dich nehme ich da noch mal ein bisschen ernster. Sandan. Mhm. Das Ding ist, der hat Bodenattacken drauf, ne? Ich bin vom Typen Gift. Und ich habe keine Schwebe mehr. Heißt, ich sollte auf jeden Fall rauswechseln. Und ich glaube, ich habe auch schon das perfekte Pokémon dafür. Auch wenn ich wenig Verteidigung mit ihm habe, der hat KP des Todes und sollte auf Boden eigentlich relativ immun sein. Beziehungsweise sollte er mich nicht so viel jucken. Ne? Sandsturm ist halt schon nicht ganz so gut, aber ich glaube, das macht nur Schaden und boostet den gegnerischen Boden und so weiter Attacken nicht. Das sollte die nicht wirklich boosten. Von dem her würde ich sagen, von drehen, hau dem so ordentlich rein, nein! Okay. Ich habe gerade komplett vergessen, dass die von drehen echt oft daneben treffen. Wisst ihr, ich probiere es jetzt noch einmal. Ne, ich bin da ziemlich hartnäckig, was das angeht. Ich will die von drehen jetzt einmal durchkriegen.
Na also, geht doch. Die sollten nicht one-hitten, mein Guter. Yes, es ist übrigens, glaub sogar ein Signature-Move von Kyogre geworden, oder? Die Kyogre war Eiseskälte, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber kann gut sein. Ich glaube, du hast fast nur Boden-Pokémon, oder? Kleinstein, jupp. Da bleib ich einfach mal drin. Ich meine, du solltest mir eh nicht so viel Damage machen können. Oh, so geht die normale Form von Kleinstein. Ja gut, stimmt, du bist ja auch ein Urlauber. Jetzt probier's einfach nur mit Lake, komm. So, sollte... Oh, Robustheit. Oh. Damn Kritze, Alter, damn Kritze. Das ist genauso eine gute Attacke wie Finale, ohne Scheiß. Was soll das? Was soll das, ey? Ich muss schon sagen, dass ich das ziemlich risikoreich gespielt hatte. Aber das kann doch nicht sein. Dass du uns schon wieder einfach so finished. Das kann doch nicht sein. Komm, hau sie weg. Vulpix, na also. Geht doch. Jetzt mache ich dich mit meinem Mr. Set platt, ey, aber ohne Scheiß. In den letzten Parts muss halt einfach immer irgendwas passieren. Ich habe dich jetzt richtig ins Herz geschlossen schon. Ich dachte so, ja, yeah, richtig geiles Wasser-Pokémon. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt nehme ich mir halt wieder Pelipper mit ins Team rein, ne? Aber gut. Danke. Georg, ja. Ich pushe jetzt einfach mit dir durch, Mr. Z. Ist kein Problem. Ich frage mich, ob wir... Wir könnten eigentlich echt Loserdin in unser Team reinnehmen. Das wäre der übelste Wasser-MVP. Da der eben eine Fähigkeit hat, die nennt sich Fischwarm und... Ja, sagen wir es so, wenn er die ausübt, boosten sich seine Werte ins Unermessliche. Der hat dann insgesamt Basiswert im Gesamtwert von 620, was echt so manches Legi übertrifft. Das Ding ist, KP und Initiative sind immer noch grottenschlecht, so wie er es in seiner Single-Form hat. Aber alle anderen Angriffe, Spezialverteidigung, Spezialangriff, normale Verteidigung, die boosten sich auf 150 bis 170 Basiswert hoch und das ist sowas von unglaublicher Wert, ey. Die hauen so richtig raus. Die hauen so richtig raus, sage ich euch. Okay, habe ich irgendwie meine Pokémon noch härter angeschlagen? Außer eben Urs, nee. Oh, da können wir so weitermachen. Okay, hier komme ich hoch, gut. Zumindest etwas. Dass wir jetzt ein Wasser-Pokémon finden, ist wahrscheinlich ist sehr unwahrscheinlich, oder? Granbull! Okay. Hey, Granbull. Und dann gönne ich mir eben dich, Konfustrahl, und der Rest erledigt dann meine Pokéball. Ist schon ganz gut, dass ich dich jetzt kriege, aber ich hätte echt gerne einen Wasser-Pokémon-Ersatz. Ich glaube, ich werde mir dann echt Loserdin ins Team mit reinpacken, weil das ist das beste Wasser-Pokémon, was ich jetzt noch habe. Ich könnte zwar auch auf Pelipper zurückgreifen, der mit seinem Niesel, aber das Ding ist, wenn der nicht ja so die hammermäßigen Attacken drauf hat, und die hat er eigentlich schon halbwegs, sagen wir es zumindest so, aber das Ding ist, der hat halt wenig KP und wird leicht getroffen, da der vom Typ Flug Wasser ist. Heißt, mit Gesteinattacken und so weiter, die treffen zwar jetzt nicht doppelt effektiv, aber die sind halt normal effektiv und ja, ist eigentlich ganz so gut. Der hat halt mehr Schwächen als normales Wasser-Pokémon. Daher hat alles Vor- und Nachteile. Und auch die Verteidigungswerte von ihm war nicht so ganz doof, aber hey, geht schon irgendwie. Geht schon, klar. Komm, 1, 2, 3 und... Jawoll! Klasse, Granbull wurde gefangen! Oh, in den letzten Parts läuft so viel falsch. Aber gut. Man muss sich damit irgendwann zurechtfinden. Für Granbull wurde ein Eintrag angelegt. Die Weiterentwicklung von Snubbull. Kann gut sein, dass es vom Typen Fee ist, oder? Kann gut sein, gell? Mal schauen. Jupp!
Solo vom Typ Fee, als ob das Granbull vom Typen Fee ist. Es war doch früher mal von anderen Typen, oder? Ach egal, komm. Ein ausgeprägter Unterkiefer und schwere Zähne sind seine Waffen. Es beißt nur zu, wenn es verärgert ist. Da es nur vom Typen Fee ist, sollte es auch ein paar Feenattacken drauf haben, oder? Davon habe ich aber bis jetzt wenig gesehen. Naja. Ich nenne ihn bissige Fee. Einfach weil das zu perfekt zu dir passt, Alter. Bissige. Nein. Bissige Fee. So. Nice to do. Das Ding ist, komm, wir packen es einfach gleich mal in unser Team rein. So vorläufig, damit wir einen Feen-Pokémon mit dabei haben. Was halt echt gut gegen Drachen und so weiter ist. Drache und Unlicht, ne? Können wir damit besser schlagen. Vielleicht ist es vorerst auch unsere Wasseralternative, komm. Auch wenn es keine wirkliche Wasseralternative gibt, weil wenn man Wasser braucht, braucht man auch Wasser, aber kann man halbwegs tolerieren, ne? Fürs Erste zumindest. Okay. Hier kommt wieder mein Pelipper. Jetzt kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie schnell Pelipper down ist, ne? Wir haben einen Gengar, was echt, ja, ganz gut ist, was, ja, okay, was heißt ganz gut, was echt exzellent ist, was den Spezialangriff angeht. Und ich hau einfach mal so, komm, ich will es euch einfach mal extrem demonstrieren. Ich hau einfach mal die ewige Nacht raus. Die ist normal effektiv, ist ein Step-Move vom Typ Geist und hat einen 140er Angriffswert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese hier One-Hitten sollte. Ne? Zeigen Sie mir mal. Und Kaboom. Das ist halt Pelipper. Ne? Ein bisschen schlecht, ne? Deswegen komm, Granbull. Du wirst uns fürs Erste zumindest schon einen ganz guten Team-Member abgeben. Ich glaube an dich. Aber zuerst, was ist denn hier in der TM überhaupt drin? Eisesodem. Oh, das hört sich schon mal sehr interessant an. Was ist denn genau für eine Attacke? Würde ich mir jetzt gerne mal ansehen. Eisesodem. Hört sich nach einer Stahlattacke an. Nein, Eis. Anwender greift an, indem er dem Ziel eisigen Atem entgegenhaucht. Volltreffer-Garantie. Volltreffer-Garantie. Das heißt, es hat einfach mal 120er Stärke. Ohne speziell, okay. Kann keiner von uns erlernen, aber falls wir irgendwann ein Eis-Pokémon haben, Eises oder muss der auf jeden Fall, muss der beherrschen. Ohne Spaß. Das ist sowas von die MVP-Attacke. Die wird alles durchhauen, wird sie. Okay. Aber der hat immer so ein cooles Grinsen drauf. Das finde ich gut. Mal schauen. Wird das sogar eine normale Matschbombe? Den finishen. Ich glaube, das macht so 3/4 Damage, oder? Sogar ein bisschen mehr als 3/4 Damage. Ich sag's euch. Pelipper ist nicht sehr solide, was harte Attacken angeht. Von gut trainierten Pokémon. Das reicht nicht, wenn ich meinen jetzt sogar auf EV, DV trainiert hätte. Dann wäre der mit einem mit Safe weg gewesen. Und ich habe nicht so einen hohen Level-Vorteil. Ich meine, ich bin auf Level 45. Gut, 5 Level über die, aber das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? So. Mann, muss ich jetzt erst auf Top-Schutz einsetzen? Ich wollte hier eigentlich ganz normal durchhauen. Nö, so ganz in Ordnung. So easy peasy, lemon squeezy. Was passiert? Ich werde von einem Pokémon und dann von dem nächsten angegriffen und immer so weiter. Und ich komme einfach nicht raus aus diesem Teufelskreis. Naja, Matschbombe finish ich safe weg. Ich kann ja eigentlich richtig gut aufleveln mit Gengar. Das ist unglaublich. Wenn es genauso auch gegen den in der nächsten Inselprüfung aussieht, wenn es genauso da auch aussieht, dann wird es echt ein leichtes für uns werden. Felsenküste von Pony. Hier können wir uns eigentlich ja nochmal ein Pokémon holen, oder? War das hier oben? Ja, das war der alte Pfad von Pony. Das ist jetzt die Felsenküste von Pony. Heißt, hier können wir uns nochmal ein Pokémon holen. Alter, wie nice. Kommt überhaupt ein Pokémon, oder? Lassen die ewig auf sich warten. Das wäre auch ganz witzig. Ich mache einfach einen längeren Part heute. Komm, weil dann keiner mehr kam. Sozusagen als Extra für euch da draußen. Für euch da draußen, ganz genau. Hier geht's zur Prüfung rein. Aber dann würde ich doch mal sagen, ey, Freunde, denkt ihr gerade dasselbe, was ich denke? Wir können uns hier vielleicht doch ein Wasserteam-Member schnappen. Mal schauen, wer hier kommt. Hohoho, das geilste Pokémon ever. Carpador.
Wenn es wenigstens ein Barsch war, ja, dann könnten wir einen Milotic uns einverleiben und das hätte es echt in sich gehabt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich angel hier einfach so ganz gemütlich. Ich habe ja eh nichts weiter vor. Ne? Die Inselprüfung ist da drüben. Ich muss es irgendwie rauszögern. Ne? Ist klar. Okay, ich glaube, ich sollte mich dann doch mal aufs Wasser drauf begeben, weil ich glaube, durch die Angel kriege ich echt nur Carpadore oder wenn es hochkommt, dann mal ein Loser-Dino oder so. Aber auch nur, wenn es hochkommt, ne? Von dem her, komm, rauf, nein, nicht nochmal die Angel werfen, auch wenn hier vielleicht, ja komm, gehen wir noch, ja komm, nichts. Müssen wir doch aufs Wasser rauf, komm. Kann ich überhaupt aufs Wasser rauf? Ich würde halt schon echt gerne. Das Ding ist, ich glaube, ich könnte hier halt sonst kein... Ne, wir müssen es echt probieren durch Angelwellen. Sonst haben wir, glaube ich, keine Chance, einen Encounter zu kriegen. Bin ich mir so ziemlich sicher. Und die einzigen Encounter scheinen hier halt echt barschwarz zu sein. Oder vielleicht, wenn ich hier jetzt ewig angel, das vielleicht doch mal... Okay, Carpador, sorry. Und wenn ich hier ewig angel, dass vielleicht dann doch mal ein Barschwarz kommt. Aber sieht halt nicht ganz so gut aus fürs Erste, ne? Muss man schon mal so sagen. Ich gebe es noch einen Versuch und danach würde ich sagen, ja komm, das war der eine Versuch. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, wenn es zur Inselprüfung reingeht. Von dem her, haut rein und ciao, euer Feuerstachel. See you, dumm rum und so.